Sim Lucky, Billy, Nelly und dir, alle sind verschwunden. Ich bin ganz alleine hier in der Stadt und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Freunde. Und das alles nur wegen... Ich weiß gar nicht, warum, Freunde. Warum sind alle meine Freunde verschwunden? Vielleicht, weil ich eine Bau-Challenge hier gewonnen habe und die neidisch geworden sind? Oder vielleicht liegt es eher an was anderem. Ich muss überlegen, was habe ich gemacht? Habe ich irgendwas Böses getan? Was ist gestern passiert, Leute? Ich kann mich zwar nicht erinnern, was in den letzten 24 Stunden passiert ist, aber vielleicht könnt ihr mir jetzt helfen. Lasst alle Like da. Oh, was macht ein Creeper hier? Oh nein, oh nein, oh nein. Voll. Lasst alle schnell ein Like da und ein Abo, damit ich mich erinnern kann an den gestrigen Tag. 3, 2, 1, liken, abonnieren. Und wir müssen aufpassen, dass dieser blitzgeladene Creeper nicht explodiert. Oh, oh nein! Okay, Freunde, ich muss wieder irgendwie runter. So, zack, zack, zack. Oh, da vorne ist noch Bergold. Let's go. Und zack. Oh, perfekt. So, so, so. Und schon bin ich oben. Oh, perfekt. Wir brauchen unbedingt mehr... warte mal. Leute, Diamanten, let's go. Oh, ja, 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 bitte mehr. Oh nein, hier sind keine mehr, aber zwei Stück. Okay, es hat sich gelohnt, Freunde. Und jetzt ab nach Hause. Warte mal, was? Was ist das hier vorne? Leute, ist das ein Zug? Ein Gleis, warte mal. Wohin führt der? Oh, Freunde, ich glaube, ich bin. Was ist das dort vorne? Sehe ich nicht mehr richtig? Oh, was ist das hier, ein Geschütz? Oh nein. Oh, warte mal. Und wer sind die dort hinten? Oh, oh, oh nein, schnell hier runter. Die dürfen mich nicht sehen. Freunde, denkt ihr, die sind, sind die nett oder die sehen nicht nett aus? Was haben die bitte sehr viele Teile? Das ist ja eine riesige Mauer. Oh, Freunde, ich muss doch schnell hin. Aber ich darf nicht mich erwischen lassen, dass ich hier bin. Bestimmt ist das eng so eine geheime Organisation oder sowas, oder nicht? Wo sind die Gegner? Mir wurde was gemeldet. Wo sind sie? Wo sind sie? Wir müssen sie finden. Oh ja, ich habe was im Westen gehört. Ich glaube, dort sind ein paar Gegner. Die müssen wir auf jeden Fall bekämpfen. Die Leute, ich bin kein Gegner. Und zack, ich habe da was gesehen. Boom. Oh, oh, was hat der denn in der Hand? Oh nein, Freunde, ich muss hier schnell weg. Ich muss hier schnell weg. Alter, habt ihr das gehört? Die haben anscheinend irgendwie mitbekommen, dass ich hier bin. Was mache ich denn jetzt? Was ist das denn? Oh, Freunde, denkt ihr, ich kann da durch? Ich probiere es mal. Ah, Leute, ich baue das hier einfach auf. Zack, okay. Wir schnell wieder zubauen. Okay, hier bin ich zum Glück sicher. Schnell hier weg, Alter. Ich muss das meinen Freunden erzählen. Was geht hier ab, Leute? Das ist eine geheime Basis oder so. Oh, oh nein, die haben mich anscheinend wirklich entdeckt. Oder die wissen, dass dort jemand ist. Aber ich frage mich, was das für eine komische Basis ist. Denkt ihr, hier wird irgendwas Schreckliches unternommen? Sieht echt schlimm aus. Warte mal, was ist das dort vorne? Oh, warte mal. Hey! Ich krieg das nicht auf, Leute. Oh Mann, ich komme hier nicht raus. Oh nein, ich stecke in der Klemme. Was mache ich denn jetzt? Okay, Freunde, ich muss schnell wieder zurück. Oh Mann, Alter, ich dachte, ich komme da irgendwie durch. Warte mal. Oh nein, die Soldaten sind da. Was mache ich denn jetzt? Oh nein. Okay, Freunde, schnell zu bauen, schnell zu bauen. Wenn wir den finden, dann experimentieren wir an ihm. Oh ja, ich freue mich schon aufs Mittagessen. Nein, nein, nein. Jam, jam. Leute, ich muss hier schnell raus. Ich muss hier schnell raus. Leute, ich krieg das nicht auf. Ich brauche eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Kommt schon, Freunde. Lasst schnell ein Like da und ein Abo. Schnell, 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 Freunde. Vielleicht schaffen wir es dann. Blockiert. Oh, oh nein, die sind genau hier vorne. Vielleicht schaffen wir es dann raus, wenn ihr jetzt ein Like da lässt und ein Abo. Schnell, Freunde. 3, 2, 1 und alle liken und abonnieren. Oh, Leute, kommt schon, bitte, bitte, bitte. Oh, perfekt, Freunde. Danke, danke, danke. Wir probieren es nochmal. Und oh, kommt schon ganz fest. Oh. So, draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ah, zack, perfekt. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt schnell weg. Oh nein, oh nein, oh nein. Freunde. Erfolg in 3, 2, 1 und los. Leute, das ist gar nicht gut. Ich muss hier weg. Oh nein. Okay, die kommen gleich hoch. Die kommen jeden Moment hoch. Freunde, stell hier weg, stell hier weg. Was ist das bitte sehr, Leute? Oh, wie riesig ist das bitte sehr? Ist da ein Eingang? Okay, Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich muss da hin, ich muss da hin. Schnell, 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 schnell. Okay, hier lang, hier lang. Ah, hä, ich komme hier nicht durch. Oh, das ist Glas. Oh, Mann, Freunde. Ich bin einfach gegen das Glas gerannt. Okay, hier lang, hier lang. Oh, was ist das denn? Oh, Mann, oh, was ist das denn? Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, was das hier vorne ist. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Sind das irgendwie Roboter, die gebaut werden? Oh nein, vorne sind die. Okay, 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 ganz ruhig. Okay, weg hier, Freunde, weg hier, ich renne, hin. Na los, wo hast du dich versteckt, hm? Wo ist der Eindringling? Oh nein, oh nein, oh nein. Freunde, wo bin ich hier? Oh, oh nein, oh nein, oh nein, ich merke gerade, das ist hier überhaupt nicht gut, dass ich hier hingekommen bin. Ich hätte einfach zurückgehen sollen, ich hätte einfach zurückgehen sollen. Okay, warte mal, was ist das denn? Ist das ein Roboter? Freunde, was macht der für Geräusche? Okay, schnell hier weg einfach. Okay, okay, okay. Was ist das hier? Toilette? Okay, Toilette rein. Zack. Oh, okay, hier bin ich sicher. Einfach hier drin verstecken. Let's go. Oh, da ist jemand. Wer ist das denn? Warte mal. Dr. Pupsi? Oh, oh nein, das ist ganz und gar nicht gut. Leute, was mache ich denn jetzt? Muss ich hier verstecken? Ha, zack, okay, let's go. Oh Mann, ich muss dringend auf Toilette. Hm, was? Oh nein, das kann nicht sein. Ich habe gar nicht abgeschlossen. Hm, einfach mal reingehen.
Wer bist du denn? Hm? Ich bin am Pupsi machen. Raus hier! Ein Experiment, also? Wie ein Experiment? Nein, ich bin kein Experiment! Warte mal, warum haben sie dich freigelassen oder bist du entkommen? Wie, ich bin nicht entkommen, ich bin hier hingekommen einfach. Ich glaube, du lügst, tut mir leid. Was ist das? Oh nein, Freunde, mir geht's gar nicht gut. Du wirst jetzt einschlafen. Wo bin ich hier? Was hat Hallo, denn mit mir? Hallo, es muss funktionieren. Was ist das hier? Komm schon, ist das? Wer bist du denn? Ich glaub, oh nein, das ist der Typ von eben. Weg hier. Ich hab keinen Fallschirm bekommen. Komm zurück. Leute, ich bin weg. Oh Mann. Alter, wie habe ich das bitte sehr überlebt, diesen Sprung? Komm zurück. Weg hier. Das tut weh. Freunde, wie überlebe ich das gerade die ganze Zeit? Hä? Warte mal, bin ich irgendwie stärker geworden? Was war das für ein Teil eben? Was war das für ein komisches Lilanes? Ich habe keine Ahnung. Egal, lass uns schnell verschwinden. Schnell, weg hier. Ich muss zurück zu meinen Freunden. Oh nein. Stell hier weg, Freunde, stell hier weg. Warte mal, wie sehe ich denn aus? Oh nein, was ist das denn? Leute, warte mal, habe ich mich irgendwie verändert? Ich habe das Gefühl, so sehe ich eigentlich normalerweise nicht aus, oder? Was mache ich denn jetzt? Meine Freunde dürfen mich so nicht sehen. Oh Mann, schnell wieder nach Hause. Okay, ich würde sagen, ich gehe einfach schlafen. Vielleicht ist dann wieder alles gut. Okay, so, schnell zurück, zack. Warte mal, warum bin ich überhaupt so schnell? Hä? Kann es sein, dass ich irgendwie schneller bin als normalerweise? Leute, was geht hier ab? Oh Mann, ich habe das Gefühl, dieser Dr. Pupsi oder so, der hat mich einfach mutiert. Und ich spüre langsam, werde ich immer komischer. Ich habe das Gefühl, ich werde auch immer stärker. Hm? Oh, okay, das ist echt komisch. Was mache ich? Ich muss das irgendwie abdecken. So, let's go. Ich nehme mir meinen Diamantenhelm, meinen Diamantenbrustplatte und so, ich ziehe die an. Jetzt sieht man das nicht, oder, Freunde? Jetzt sieht man das nicht. Okay, alles ist wieder gut. Ukri, wo bist du nur? Luke ist da. Was mache ich denn jetzt? Hallo, willkommen. Ukri, was ist mit dir denn passiert, Mann? Was meinst du? Leute, wisst ihr nicht, Karneval ist gerade. Stimmt, Karneval ist doch erst bald. Echt? Oh, ich habe mich vertan. Ups, sorry. Oh Mann, Freunde, was mache ich denn jetzt? Ich hoffe, die kommen jetzt nicht rein und nerven mich weiter. Ich muss das irgendwie wegkriegen. Leute, denkt, ich kann das irgendwie abwaschen? Zack, ins Wasser. So, Leute, mein Gesicht waschen. Zack. Da passiert ja nichts. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Sicher, dass alles gut mit dir ist? Was machst du da gerade, Ukri? Nix. Alles gut. Ich mache überhaupt nichts. Ich gehe jetzt raus, okay? So, zack und raus hier. Warte mal, warum komme ich nicht durch? Warte, was ist mit dir denn passiert? Was? Leute, nichts ist passiert. Komm schon. Ich komm jetzt rein, Junge, Alter. Wie bist du denn? Was? Weg hier, Freunde. Leute, bin ich etwa gewachsen? Warum bist du ein Monster? Nein, ich bin kein Monster. Was redet ihr? Ich bin doch kein Monster. Oh Mann, Leute, ich bin doch kein Monster. Ich Pupsi gegessen. Habt ihr gesagt, das sollst du nicht machen? Nein. Ich hab das nur dahin geschminkt. Schaut selber. Das ist Farbe. Das ist Farbe. Und jetzt lasst mich in Ruhe. Ich muss hier weg, Leute. Okay, wo bist du? Ich bin nicht hier. Alles gut. Dann bist du ja. Ey, du bist kaum zu übersehen. Du bist so riesig. Warte mal, warum sehe ich schon wieder so anders aus? Leute, seht ihr das? Es hat sich verteilt auf meinem ganzen Körper. Mein Gesicht ist hier sogar lila. Wie siehst du bitte sehr aus, Ukri? Sag mir nicht, du bist ein komisches Monster. Ich bin kein komisches Monster. Ein Typ, ein... Lass mich ein nein, 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 ganz ruhig, Simlucky. Hey. Oh Mann, glaub mir doch, ich bin ganz normal. Ich sehe nur anders aus, weil dieser Typ hat mich so Mutanten gemacht. Irgend so ein komischer Doktor. Dieser Typ, Ukri, wovon redest du? Du willst mich nur rauslocken, damit du mich fressen kannst. Was redest du, Simlucky? Ich bin ganz ich. Ich weiß genau, wie Mutanten ticken. Du kannst easy ausrasten. Was? Nein, Mutanten rasten nicht aus, Simlucky. Alles gut. Sicher, Ukri, irgendwie traue ich dir nicht. Doch, natürlich. Ich bin immer nett zu dir. Was war das, Leute? Mutanten!
halt dich fern von mir! Leute, wie habe ich das denn gemacht? Habt ihr das gesehen? Was war das Lilane dort? Oh Mann, ich muss echt aufpassen, nicht, dass ich nochmal so ausraste. Okay, Freunde, ich verstecke mich einfach, ich habe keine Lust mehr. Meine Freunde dürfen mich so nicht sehen, die denken, ich bin echt ein Monster. Freunde, was mache ich denn jetzt? Ich bin einfach ein Riese und ich bin ein Mutant. Ukri, alles okay? Wie sieht's jetzt aus? Ukri ist nicht mehr da. Ich bin nicht mehr Ukri. Warte, schnell weg von hier. Leute, warte mal. Bin ich gerade noch größer geworden? Was? Luke, wo bist du? Es tut mir leid, ich will mich entschuldigen. Komm schon, bitte. Ich bin ein Riesenmutant, Freunde. Ich bin so riesig und ich springe so hoch. Was geht hier ab, Freunde? Leute, es tut mir wirklich leid. Ich kann nichts dafür, dass ich so riesig bin. Warum machst du sowas? Luke, ich bin noch immer ich selber, auch wenn ich komisch aussehe. Ich habe das Gefühl, dass das frisst meinen Körper irgendwie auf. Wie auch immer, ich mache mich vom warte mal, was? Bleib stehen! Was hast du gerade gemacht? Ich hab dich ganz normal geschlagen. Was ist denn... Luke, es tut mir wirklich leid, das wollte ich nicht. Nein, du bist ein ekliges Monster. Schnell weg von hier. Oh Mann, Freunde, keiner will was mit mir machen, weil ich so ein komischer Mutant geworden bin. Leute, was... kann ich denn dafür? Billy, bist du da? Willst du was mit mir machen? Sind hier irgendwo noch Kekse? Billy, komm schon! Ich höre dort was draußen. Hallo? Ja, ich bin's. Kommst du raus? Oh, was bist du denn? Du Monster! Ich mag's die ganze Zeit. Hey, Billy, ich komm nicht rein in dein Haus. Lass mich rein. Komm schon, bitte. Komm raus. Ganz ruhig, ich bekomme richtig Angst. Oh, Mann, Billy, ich will dir doch gar nichts tun. Was redest du? Nee, ich bleibe in meinem Haus. Du kommst hier nicht rein. Dein Ernst, Billy? Oh Mann, ich werde immer größer, Freunde. Ich will aber auch rein. Ich will, dass du mit mir spielst. Komm her, Mann. Ich raste aus. Ich muss schnell wegrennen. Ups, Leute, ich bin so groß geworden. Was mache ich jetzt? Schnell verstecken. Billy, ich bin hinter dir. Du bist ein Monster, verschwinde. Wer bist du? Hier ein Riesenkeks. Oh, ein Riesenkeks, den nehme ich. Aber jetzt bin ich wieder weg. Tschüss. Freunde, die wollen alle nicht mit mir spielen, weil ich ein ekliges Monster bin. Oh Mann. Was mache ich denn jetzt? Ich muss schnell zurück zum Doktor. Jetzt bin ich stark genug, um ihm einen Heim zu zahlen. Oh Mann, Freunde, er wird schon sehen. In diese Richtung bin ich gerannt. Irgendwo dort hinten ist das Biom. Ich finde das bestimmt. Ich werde immer größer, Freunde. Dir zeige ich doch. Oh, davon ist ja diese Basis. Oh Mann, ich werde hier alles zerstören. Es reicht mir. Jetzt habt ihr keine Chance mehr gegen mich. Ihr habt eben mich doch zum Affen gemacht und jetzt mache ich euch zum Affen. Ich werde alles kaputt machen. Komm her, Junge. Wo bist du, Doktor? Komm raus, bevor ich hier alles kaputte und Schrotte mache. Von wo kommen diese Geräusche? Von hier draußen? Warte, ich bin mal hier. Was ist das für eine Kreatur? Nein, sag nicht, das ist mein Experiment. Doch, ich bin ein Experiment. Ich bin entkommen und jetzt kriege ich dich, Alter. Schnell weg von hier. Ich muss das schnell hoch, Freunde. Oh nein. Wie frisst das? Hey, was soll das? Ja, das bringt nichts. Nimm das hier. Was soll das, Alter? Ich muss aufpassen. Nimm das, Junge. Das hier. Nein, das bringt alles nicht. Schnell weg. Leute, ich muss größer werden. Komm schon und. Ich werde gleich so groß wie das Gebäude sein. Du hast keine Chance, Dr. Pupsi. Ich glaube, ich bin Ihnen entkommen. Zum Glück. Du bist mir auf keinen Fall entkommen. Komm her, Mann. Ich gehe hier durch. Komm her. Jetzt komm endlich aus deinem Versteck. Ich sehe dich doch da vorne. Und weiter mit dir. Und jetzt komm her, Alter. Ich will wieder normal werden. Schnell aber. Jetzt wieder runter. Ich kann dich heilen, okay? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich kann heilen. Ja, heil mich sofort, Doktor! Okay, na gut, aber lass mich in Ruhe, okay? Mach es auch immer, du brauchst, um mich zu heilen. Mach es einfach! Okay, aber bitte, bitte, ganz ruhig, okay? Hier, nimm das. Zack! Was? Hast du das auf mich geworfen? Ja, aber das ist die Heilung. Alles gut. Okay, danke dir! Was passiert mit mir, Freunde? Was passiert hier? Warte mal, Leute, denkt ihr, ich bin...
Ich bin wieder normal, ich bin klein und normal, let's go! Und jetzt schnell zurück zu meinen Freunden, jetzt bin ich wieder normal, jetzt werden die mich wieder mögen, hoffentlich, Freunde. Aber wisst ihr was, wir werden uns an Simlucky rächen. Ich habe auch schon eine Idee, wie, der hat mich eben die ganze Zeit beleidigt, weil ich so ein hässlicher Mutant bin. Und jetzt werde ich mich an ihm rächen, haha! Ich habe so eine gute Prank-Idee, hört ganz genau zu. Ich werde meinen Tod vorspielen und dafür muss ich was Kleines machen. So, dafür brauche ich einen Unsichtbarkeitstrank, ich brauche eine Milchflasche und Leute, ich muss ein Buch schreiben. Mal schauen, ob Simlucky überhaupt mich noch mag und ob es ihn noch überhaupt interessiert, ob ich lebe oder nicht mehr lebe. Okay, so, zack, wir nehmen das Buch hier raus und jetzt schreiben wir ein kleines Buch, solange er das Haus hier färbt. Ey, das werden wir so oder so später wieder blau färben. Keine Sorge, Freunde, blau ist eh die beste Farbe. Schreibt in die Kommentare, was ist die bessere Farbe, blau oder rot? Eine 1 für blau und eine 2 für rot. Schnell, Freunde, ich werde jeden Kommentar lesen. Wie dort ist eine 2. Alle eine 1 in die Kommentare. Alle eine 1 in die Kommentare. Für blau. Und jetzt würde ich sagen, schreiben wir hier ganz, ganz schnell einen Brief an Simlucky. Und wir geben uns im Brief als Killer aus. Wie sind Killer drauf? Am besten, die lachen böse, oder? Muhaha, das passt schon mal. Perfekt, Freunde, das ist der Anfang. Muhaha, das ist die Begrüßung an Simlucky. Danach geht's weiter mit: Ich bin der Killer von Ukri. Ukri ist tot. Oh Mann, wenn Simlucky das lesen wird, mal schauen, ob der sich dann überhaupt Sorgen um mich machen wird. Stellt euch vor, der wird sich dann einfach freuen. Das wäre ja mal richtig krank. Oh, ich hoffe, Simlucky ist nicht so schlimm. Und Freunde, Simlucky wird dann denken, es gibt nur eine Möglichkeit, um mich wieder zu beleben. Aber dafür muss er zu den Koordinaten 1000 minus 1000 minus 999. Freunde, dort wird ihn was richtig Schreckliches erwarten. Und das wird dann meine kleine Rache an ihn sein. Aber wenn er das schafft, dann wird er mich wirklich wiederbeleben, beziehungsweise er wird es denken. Denn Leute, ich spiele das ja alles nur vor, dass ich gestorben bin. Und dann die letzte Frage an Simlucky. Wirst du deinen Freund Ukri retten? Ja oder nein? Simlucky muss also das Risiko eingehen. Und wenn nicht, dann ist er nicht mehr mein Freund. Weil wenn er mich nicht rettet, junge Leute, dann ist er kein guter Freund, ganz ehrlich. Und so können wir Simlucky testen, ob er noch mein Freund ist. So, jetzt müssen wir uns nur noch eine Geschichte ausdenken, wie ich gekillt werde. Simlucky, was machst du hier? Na, ich spreche sein ganzes Haus in die Luft. Ich meine, was soll das, Simlucky? Warum willst du mein Haus in die Luft sprengen? Ach, Simlucky, weißt du was? Wir sind keine Freunde. Freunde, und ich werde mich jetzt mit einem anderen treffen, der meinte, dass der ein Killer ist, aber ich weiß nicht, ob der wirklich ein Killer ist. Ich treffe mich mit dem im Wald. Tschüss, Simlucky. Das ist keine gute Idee, ich würde das nicht machen. Oh doch, ich mache das jetzt. Ich treffe mich jetzt mit dem Killer. Okay, so dann spreche ich den Diamanten in die Luft. Was? Und das Ende mit Redstone. Leute, den interessiert das nicht mal, dass ich mich jetzt mit dem Killer treffe? Was? Also das ist der ultimative Freundestest, Freunde. Ich gehe jetzt einfach in den Wald und werde zu tun, ist, ob ich ermordet werde von einem Killer. Und wenn Simlucky nichts macht... Leute, dann werde ich aber ausrasten, dann ist er wirklich nicht mehr mein Freund. Ich habe sein Haus in die Luft gesprengt. Was? Leute, habt ihr das gehört? Er hat gerade mein Haus in die Luft gesprengt. Okay, nee, als ob das ein Freund machen würde. Junge Leute, ich muss sie testen. Ich muss sie testen. Okay, wisst ihr was? Wir werden jetzt hier alles inszenieren. Dafür brauchen wir nur ein bisschen Schauspielkünste. Okay, warte mal. Ich stelle mich jetzt hier hin. Ah, Hilfe! Der Killer verfolgt mich! Hilfe! Was habe ich da denn gehört? Wer ist das? Oh nein, Freunde. Okay, okay, jetzt werden wir uns hier verstecken. So, zack, wir werden das Buch hier hinlegen. Das ist vom Killer das Buch. Und jetzt geben wir uns den Unsichtbarkeitstrank. Zack. So, Freunde, ich bin jetzt unsichtbar. Jetzt verstecke ich mich hier vorne. Hi, der wird mich niemals sehen. Und mal schauen, ob der zum Buch kommt und ob der das Buch finden wird. Und dann muss er sich entscheiden, ob er mich rettet oder nicht, Leute. Aber das wird nicht so einfach, mich zu retten. So, ich bin jetzt hier unsichtbar. Ich warte, bis er kommt. Stellt euch vor, der kommt gar nicht. So, Freunde, ich gehe mal ein bisschen näher. Simlucky müsste eigentlich kommen. Ey, wenn er wirklich nicht kommt, Junge, ich raste so aus. Dann ist er ja wirklich bei voll. Oh, da ist er ja. Leute, denkt ihr, er macht sich Sorgen? Nicht, dass ihm wirklich was passiert ist, Freunde. Wo ist er nur? Wenn hier wirklich ein Killer ist, habe ich echt Angst. Oh, was, Freunde? Er glaubt es, glaube ich, wirklich, dass hier ein Killer war. Okay, er wird gleich das Buch sehen und dann wird er richtig ausrasten. Naja, was mit Ukri passiert, kann mir eigentlich egal sein. Was hat er gesagt, Freunde? Ist das sein Ernst? Oh Mann, Simlucky kann echt fies sein. Hoffentlich sieht er gleich das Buch. War wohl nur eine Einbildung. Hier war wohl kein Schrei. Was ist das denn hier vorne, bitte sehr? Ich schau mal nach. Er liest das Buch, Leute. Oh nein, jetzt wird er von dem Killer erfahren, der mich umgebracht hat. Und Simlucky ist der Einzige, der mich wiederbeleben kann. Ich bin der Killer von Ukri? Heißt es, Ukri wird gekillt? Abziehen! Oh, okay, Freunde, er hat gecheckt, dass ich gekillt wurde. Okay, sehr gut. Es gibt nur eine Möglichkeit, Ukri wieder zu beleben. Ukri, mein allerbester Freund ist draufgegangen.
Was? Leute, was hat der gesagt? Ich hab nichts verstanden. Weint der gerade? Oh nein. Oh nein, ich bin nicht mehr unsichtbar. Okay, muss ich verstecken. Oh nein, oh nein, oh nein. Als Andenken für Ogri werde ich den ganzen Baumbrot färben. Was? Leute, warum will er mich etwa nicht retten? Will er nicht zu den Koordinaten gehen und mich retten? Leute, was ist mit dem Lucky los? Und jetzt muss ich Ogri retten. Let's go! Ab in den Süden! Oh, okay, 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 er macht es wirklich, er geht wirklich zu den Koordinaten. Das heißt, er hat sich entschieden, er wird mich retten. Was stinkt hier denn schon wieder? Es stinkt hier nach Ogri. Er muss genau dort hinten sein. Oh nein, Freunde, darf mich nicht sehen, er darf mich nicht sehen. Okay, Leute. Ich kann ihn riechen, ich kann ihn riechen, der ist hier irgendwo. Oh nein, Freunde, Sim Lucky hat mich gerade gerochen. Was? Wie kann er mich so gut riechen? Hat er so eine gute Nase? Das war bestimmt der Killer. Leute, wir werden jetzt schnell zu den Koordinaten gehen. Wir müssen vor Sim Lucky da sein. Deshalb muss ich mir schnell ein Auto schnappen. So, zack, Freunde. Damit werden wir vor ihm da sein. Ha, jetzt müssen wir uns nur noch beeilen. Und dann sind wir gleich schon beim Zielort. Und Leute, dort habe ich was Krasses vorbereitet. Und Sim Lucky muss wirklich sein Leben riskieren gleich, Leute, um mich zu retten. Aber ist natürlich alles nur gespielt. Aber das hat er davon, dass er eben einfach alles rot färben wollte. Haha, das ist meine Rache. Und der ultimative Freundestest, ob er mich wirklich wiederbeleben wird. Leute, wir warten hier vorne die ganze Zeit auf Sim Lucky. Ich habe hier sogar eine Falle schon gestellt und er wird schon sehen, was ihn erwarten wird. Junge Leute, das bleibt ein Geheimnis, aber gleich werdet ihr es sehen. Oh, da kommt er ja schon. Sim Lucky ist da. Seht ihr das? Da, da ist er. Wo sind die Koordinaten? Genau hier vorne müsste das sein. Oh, Freunde, der wird gleich in meine Falle bestimmt treten. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht sieht, weil ich bin ja eigentlich tot. Ah, ist runtergefallen, Freunde. Oh ja, und jetzt werde ich ihm einen Streich spielen, den er sich verdient hat, weil er alles rot färben wollte. So, zack, wir gehen da jetzt auch runter. Oh, wow! Seht ihr das? Dort vorne ist Sim Lucky. Er ist gefangen hier. Und wisst ihr was? Er wird gleich sein blaues Wunder erleben. Aua! Okay, Freunde, wir verschwinden schnell. Wir müssen nur auf diesen Knopf hier schnell drücken. Und zack! Wow! Seht ihr das? Ich bin jetzt der geheime Killer. Ich habe sogar eine Maske bekommen. Und jetzt, Freunde, können wir das ganze Spiel starten. Sim Lucky wollte nicht mit mir spielen. Da muss er wohl jetzt mit mir spielen. Und starten wir das Spiel. Let's go! Freunde, wo bin ich hier? Oh nein, sag mir nicht, ich bin beim Killer gefangen. Doch, Sim Lucky, du bist beim Killer gefangen. Schau mal, wer hier draußen ist. Okay, warte mal, wir müssen unsere Stimme verstellen. Sim Lucky! Sim Lucky, hallo! Hä? Was ist das, Freunde? Ich bin der Killer von Ogri. Was? Der hat Ogris blauen Anzug geklaut. Gib den wieder zurück. Du kannst Ogri nur wiederbeleben und retten, wenn du mich in diesem Spiel besiegst. Okay, okay, okay. Entspann dich. Oh, Freunde, okay, es funktioniert. Also, willst du loslegen? Bist du dabei? Willst du deinen Freund wiederbeleben und dein Leben riskieren? Oder willst du zurückgehen? Das ist einfach Game Master. Ey, Game Master, tu mir nichts, okay? Ist egal, was du mit Ogri gemacht hast. Lass mich hier einfach raus. Was, Freunde? Ist das dein Ernst? Oh, Mann, Leute, will er mich hier ernsthaft im Stich lassen? Bist du dir sicher, dass du deinen besten Freund Ogri im Stich lassen möchtest? Lass mich überlegen. Ja, will ich. Was, Freunde? Ernsthaft? Leute, ist das dein Ernst? Der will mich wirklich nicht wiederbleiben? Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Oh, ich dachte, Alter, der hat den Freundestest jetzt schon verloren, Leute. Er ist jetzt schon... Leute, als ob ihr euren Freund nicht retten würdet. Ist das dein Ernst? Bist du dir sicher, dass du Ogri nicht retten wirst? 100%! Wenn ihr wirklich wollt, dass ich Ogri rette, lasst allen ein Abo und ein Like da! Was, Leute, habt ihr gehört? Alle sollen ein Like da lassen und ein Abo! In 3 Sekunden! Oh, vorher habt ihr gehört, in 3 Sekunden. Okay, alle schnell, liken und abonnieren. In 3, 2, 1 und 0. Die Zeit ist abgelaufen. Was? Haben wir genug Likes? Willst du Lucky das bitte machen? Komm, er muss mich retten. Er muss mich retten, Leute. Wenn ihr alle Like da gelassen habt, dann macht er das. Let's go, Freunde. Ihr habt alle Like da gelassen. Jetzt muss er mich wiederbleiben und mich retten. Und wirst du jetzt Ogri retten? Alle haben ein Like da gelassen und ein Abo. Ja, weil ihr alle ein Abo und ein Like da gelassen habt. Okay, viel Glück. Du wirst es eh nicht schaffen. Hey, das ist voll easy. Warum soll ich das nicht schaffen? Guck, easy peasy. Ach, wirklich? Und ich hab gewonnen. Oh nein, ich hab's länger nicht geschafft. Oh ja, er hat sich geschafft, Freunde, denn ich hab diesen Knopf gedrückt. Ich brauch eine zweite Chance. Okay, weißt du was? Du kriegst eine zweite Chance. Du hast 3 Herzen. 1 hast du schon verloren. Nein, oh, was passiert, wenn ich alle verliere? Dann wirst du mit Ogri untergehen und sterben. Oh nein. Apropos Ogri, ja. Du hörst dich an wie Ogri. Ich bin Ogris böser Zwillingsbruder. Ah, deswegen bist du auch so blau. Okay, ich werde es schaffen.
Okay, Freunde, diesmal drücken wir nicht diesen Knopf. Leute, schaut mal, was da eben passiert ist, als wir diesen Knopf gedrückt haben. Und zack, das ist einfach runtergegangen. Und Sam Lucky hat dann einfach verloren. Aber diesmal habe ich ihn zu spät leider gedrückt und er ist im nächsten Level. Sam Lucky, du musst dich entscheiden für die linke oder rechte Tür. Keine Ahnung. Ey, warte mal. Kann sein, dass du die Level kontrollierst? Nein, kann nicht sein. Ey, komm zu mir, ich krieg dich, Junge! Du kannst hier nicht durchkommen. Haha, Freunde, hier ist eine unsichtbare Wand und Sam Lucky kann hier nicht über den Zaun springen. Okay, er muss sich jetzt entscheiden. Ich entscheide mich immer für rechts. Let's go, komm schon! Nimm das! Ich hab dich weggelasert. Ja, Freunde, habt ihr das gesehen? Er ist in die rechte Tür gesprungen. Und nein, nein, nein! Oh nein, er ist durchgekommen. Oh, Freunde, ich hätte auf links drücken müssen. Zu spät, ne? Zu spät, haha. Oh, Mann, aber jetzt versuch mal weiter zu kommen. Du wirst niemals da durchkommen. Oh! Und 3, 2, 1, let's go! Schau dir das. Oh nein. Freunde, er hat... Oh nein, er hat's getrickst. Ich wusste, dass du deine Finger im Spiel hast. Jetzt nein, ich kann den Knopf nicht mehr drücken. Was? Er hat mich ausgetrickst. Habt ihr das gesehen? Popotanz, Popotanz, du bist ein Noob. Weißt du, warum du ein Noob bist? Weil du blau bist. Ab jetzt werde ich mit dir nicht mehr reden. Leute, wir lassen jetzt den Blacky hier alleine durchgehen. Schaut mal, was passiert wäre. Er wäre von den ganzen Pfeilen draufgegangen. Aber Blacky hatte noch ein Herz. Ich kriege ihn doch. Ich kriege ihn doch im nächsten Level. Was muss ich jetzt machen? Einfach hier rüberspringen. Muss wohl einfach sein. Let's go. Komm schon. Ach echt? Schau selber. Hoho. Ich habe ihn eingesperrt. Ups. Er ist schon weg. Was ist das denn bitte sehr? Lol, du hast mir ja voll einfach gemacht. Jetzt kann ich hier einfach rüberlaufen. Danke. Oh nein, Freunde, ich muss pünktlich diese Knöpfe drücken. Und jetzt geht's weiter. Haha, nimm das! Ja, flieg nach oben. Wow! Warte mal, er ist überlebt, er ist ins Wasser gefallen. Easy peasy, let's go. Nein. Geht's. Und nimm das! Ich bin einfach nach oben gesprungen und die TNT-Explosion hat mich nicht erwischt. Oh nein, Freunde, er wurde nicht erwischt von dem TNT. Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Aber ich hab nur noch ein Herz. Nein! Oh, Freunde, jetzt musst du das Jump'n'Run machen. Und wenn er es nicht schafft, dann fällt er einfach in die Stachelbeeren. Hahaha. Zack, Jump'n'Run, Profi, King Sim Lucky natürlich wieder am Start und easy peasy. Er hat's geschafft. Ah, ja, er fällt runter. Oh ja, jetzt bist du da unten gefangen, Sim Lucky. Ey, ich mach voll wegen Damage, ich glaube, ich komme hier raus. Komm schon, zack, zack, zack. Au, 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 nein, tut mir echt weh. Au, 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 au. Die ganzen Stacheln stechen ihn. Oh, und Mann, zack, Freunde. Zack, zack. Hier, easy peasy. Oh, Mann, das wird der niemals schaffen, das schafft man. Der ist viel zu schnell dafür. Er ist schon wieder in die Stacheln gefallen. Oh Mann, Leute, zum Glück hört er mich hier nicht durch die Wand jetzt. Leute, das wird so lustig, die ganzen Level. Der wird das niemals schaffen, mich wiederzubeleben und ganz zum Schluss zu kommen. Er wird es niemals schaffen, Freunde. Und ich darf ihm zuschauen, wie er die ganze Zeit verkackt in seinem Jump'n'Run. Oh, nein, er hat es geschafft, schnell hinterher. Haha, oh, hier kommst du nicht weiter. Was ist denn bitte sehr? Aua, es macht voll viel Schaden. Ja! Nein! Leute, habt ihr das gesehen? Der Weg ist einfach verschwunden durch den Knopf. Let's go, Sim Lucky hat jetzt nur noch... Warte mal, Sim Lucky hat 0 Herzen. Das heißt, wenn er jetzt noch einmal drauf geht, dann hat er für immer verloren und hat mich nicht wiederbelebt und kann mich nicht mehr wiederbeleben. Leute, Sim Lucky denkt wirklich, er muss mich retten und ich stehe die ganze Zeit neben ihm als böser Game Master. So, wir warten, bis er wiederkommt und da vorne ist er. Ich drücke gleich nochmal den Knopf. Ich drücke gleich nochmal den Knopf und zack. Haha, der Weg geht weg, der Weg. Oh nein, er hat es geschafft. Let's go, ich hab's geschafft. Wenn ich's wirklich schaffe, befreist du dann Okri, Ehren-Indianer-Wort? Oh Mann, Freunde, natürlich werde ich dann Okri wiederbeleben. Hahaha, ich bin ja nicht wirklich der Killer. Ja, kein Problem, aber du musst es erstmal schaffen. Hahaha. okay, was ist das denn bitte sehr für ein Level? Ich teste es mal aus. Und let's go! Doch nicht. Schade. Haha, er dachte also, ich werde den Knopf aktivieren. Nein, ich warte, bis er reingeht. Und komm schon, du kannst mich nicht antäuschen. Und ich drücke den Knopf schnell, schnell, schnell. Und zack! Oh nein! Hä, was passiert, Leute? Okay, der nächste Knopf, zack! Nein, nimm das! Passiert ja gar nichts. Leute, was war das denn bitte sehr für ein Blödsinn? Ja! Es tut voll weh, was soll das? Oh, Sam Lucky darf es nicht schaffen. Oh nein, oh nein, oh nein. Hier, nimm das, das. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Leute. Wow, er hat keine Chance gegen mich. Let's go. Oh, ups, er hat es nicht geschafft, Leute. Aber das war meine Rache an ihn. Nein, ich werde Okri nie wiedersehen. Oh ja, du hast verloren. Hahaha. Was machen wir? Oh nein, Freunde, was machen wir denn jetzt? Okri, Sam Lucky hat jetzt einfach verloren. Kann mich nicht. Aber bitte gib mir doch noch eine Chance. Okay, du kriegst doch eine Chance. Was? Wirklich? Oh, du bist der Beste.
beste Game Master. Obwohl, warte mal. Hey, der ist gar nicht nett, Freunde. Ich muss ehrenlos zu dem sein. Wenn der wüsste, dass ich Ugri bin, welcher Killer gibt bitte Sam Lucky eine weitere Chance? Er hat alle seine Herzen verloren. Warum sollte ein Killer ihm noch mehr Chancen geben? Niemand würde das machen, aber ich bin ja nicht der Killer. Ich bin ja Ugri im Geheim. Und Sam Lucky wird das niemals herausfinden. Blödes Dreieck. Was? Warum bleibt er mich als Dreieck? Hast du mich verstanden? Ich werde es jetzt nochmal schaffen. Du gibst mir noch eine Chance und gib mir Ugri zurück. Wenn du es schaffst, dann werde ich Ugri wiederbeleben. Kann ich ihm vertrauen, Freunde? Egal, ich vertraue ihn einfach. Schau mal, da hinten ist ein Vogel. Hä? Was meint er? Warum ist hier nicht ein Vogel? Oh nein! Nein! Leute, was mache ich jetzt? Hier kommst du nicht durch. Zack! Ups. Du hast alle Feuerbälle benutzt, du kannst nicht mehr noch einen benutzen. Oh nein, ich kann keine Feuerbälle mehr benutzen. Oh nein, er schafft es. Was machst du jetzt, Game Master? Ich werde Ugri zurückholen. Und nichts kann mich daran hindern. Oh nein, Freunde, er hat es wirklich geschafft. Aber er musste mich wirklich wiederbeleben. Das heißt, er hat den Freundesfest bestanden. Oh, er ist durch. Let's go, ich hab's geschafft. Oh Mann, soll ich dir mal was verraten? Hey, was ist los, ey? Wann kommt jetzt endlich Ugri wieder zurück? Gib mir Ugri zurück, Game Master! Ich soll ihn also wiederbeleben? Warte mal, merkst du nicht was an meiner Stimme? Ugri, wo bist du, Mann? Ey, gib mir jetzt Ugri zurück! Leute, Simlaki ist komplett lost. Ich rede doch die ganze Zeit. Wo Ugri? Wo ist der bitte? Leute, ich bin Ugri. Okay, warte mal, ich zieh mal meine Maske aus und mal schauen, wie er reagieren wird, wenn ich die ganze Zeit der Killer war selber und ihm mir Streich gespielt habe. Jetzt werde ich den Prank auflösen! Ey, du hörst dich an wie Ugri! Ach, wirklich? Oh, schau mal, wie ich dir auch aus wie Ugri. Und zack! Nein, was ist das, Ugri? Ja, ich bin's, Ugri. Oh Mann, ich war die ganze Zeit selber der Killer. Ich hab mir wieder Ugri gegeben. Nein, ich war die ganze Zeit selber Ugri. Ich habe das alles inszeniert. Ich habe einen Prank gemacht an dich. Haha. Was redest du, Ugri? Was meinst du damit? Ich wollte schauen, ob du mich wiederbeleben tust oder nicht. Und ich habe gesehen, dass du, Mann, Junge, Simlucky, du bist ein schlechter Freund, sage ich dir ehrlich. Aber du hast mich im Endeffekt trotzdem wiederbelebt. Ich habe dich gerettet, Ugri. Ich bin extra wegen dir dreimal in Lava gefallen. Was redest du da? Ja, okay, ich muss sagen, das war ich echt... Ich mit Weizen ab, das war nicht anders. Okay, Freunde, ich würde sagen, Simlucky war echt nicht so nett heute. Aber lass trotzdem alle Like, dein Abo. Aktiviert die Glocke und abonniert unbedingt den Blacky auf seinem Kanal. Hey, Leute, wenn euch dieser Prank gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da. Unbedingt. Und lasst uns die 100.000 Abonnenten erreichen. Und jetzt, Freunde, würde ich sagen, drückt auf die nächste Folge. Schnell, denn dort prank ich den Blacky nochmal. Drückt auf die nächste Folge, bevor der Blacky mich kriegt. 3, 2, 1 und draufdrücken. Woo!